Wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen zum Tagesorakel für Sonntag, den 8. September. Und wir schauen natürlich gleich nach, was ich zeigen möchte, welche Energien fließen, was ist denn wichtig für heute, für diesen Sonntag. Schauen wir gleich nach. Aber zuerst möchte ich mich auch heute wieder ganz herzlich bei euch bedanken für eure Unterstützung, für eure Likes, für eure Abos, für eure lieben, lieben Worte, Kommentare und natürlich auch für eure Wertschätzung, für eure Kanalmitgliedschaft. Einfach für euer Sein. Vielen Dank. So, und jetzt stimmen wir uns ein, würde ich sagen, mit unserer kleinen Singing Bowl wieder. Bitten auch heute wieder die geistige Welt um Schutz, um Unterstützung, Beistand und um Führung für jeden Einzelnen von uns und natürlich auch für meine Legungen. Wunderbar. Und jetzt schauen wir gleich, welches Krafttier wird uns denn heute zur Seite stehen? Welches Krafttier möchte uns begleiten? Schauen wir einfach mal rein. Ja. Was uns heute so erwartet. Wird sicherlich sehr spannend werden. Welches Krafttier haben wir denn? Das Walross und der Wolf. Es geht um Sehnsüchte und Träume. Das Walross ist ein guter Schwimmer und kann lange unter Wasser bleiben. Begib dich auf eine Reise in die Tiefe deiner Seele. Ja, das passt doch. Ja, es geht hier wirklich um deine Seelenreise. Ergründe deine wahren Gefühle und lass Verborgenes und Geheimes wieder an die Oberfläche. Ja, verstecke deine Sehnsüchte und Träume nicht vor dir selbst. Ja? Ich ergründe meine tiefsten Empfindungen und verstehe mich selbst. Es geht wirklich um dich, dass du bei dir ankommst. Ja? Dass du auch in deine Seele mal blickst, dass du deine Seele mal wahrnimmst, dein Herz wieder sprechen lässt, dass du dich auf deine Gefühle einlässt, ja, auch die Verborgenen, die vielleicht nicht so schön anzuschauen sind, aber trotzdem, es ist auch ein Teil von dir, um das geht es hier. Es geht aber auch um Sehnsüchte, um Träume, um Wünsche, die du erfüllt haben möchtest, die du innerlich in deiner Seele verschlummern lässt, ja, die du vielleicht jetzt mal ausgräbst und sagst, jetzt packe ich es an. Und der Wolf, ja, die Gemeinschaft, der Wolf lebt mit anderen Wölfen gemeinschaftlich in einem Rudel, wo sie aufeinander Acht geben und sich gegenseitig unterstützen. Vertrau dir selbst und lerne, andere mit Liebe zu begegnen. Es ist wirklich wichtig, die Seele zu öffnen, die Liebe wieder zu spüren, zu erfahren, zuzulassen. Ja? Also, setz dich für die Gemeinschaft ein und helfe Freunden und Familie, wenn sie dich brauchen. Ich möchte mir selbst und anderen Liebe, Vertrauen und Schutz schenken. Das ist ganz wichtig in dieser Zeit. Ja? Auch in der Gemeinschaft, dein Umfeld, deine Familie. Ja? Die Liebe ist ganz wichtig in der heutigen Zeit, dass und das Licht leuchten lassen. Es ist ganz wichtig, was du gibst, erhältst du auch. Und ich denke, wir haben hier viel zu wenig Liebe in dieser Welt momentan. Da ist es doch gut, wenn man wenigstens persönlich für sein Umfeld sorgen kann, für diese Liebe, die man geben kann, die man aber auch empfangen kann. Bereite dich vor, öffne dein Herz jetzt wieder, ja? Öffne deine Empfindungen, öffne dich für deine Empfindungen, öffne deine Seele wieder, ja. Das ist ganz wichtig. Hier geht es wirklich um Gefühle, um Träume, um Wünsche, um Sehnsüchte. Hier geht es darum, wieder empfänglich zu sein für all das, was hier so positiv auf dich einströmen möchte. Jetzt schauen wir natürlich auch, was uns die Feen dazu mitteilen möchten. Schauen wir mal. Was zeigt sich hier? Ja, es sind gleich zwei Karten gefallen. Kinder, deine Verbindung zu Kindern sind ein Teil deines Lebenssinnes, ja. Mein Kinder hat Weises, ja, es ist ein Teil des Lebenssinns, ja. Kinder sind unwahrscheinlich bereichernd. Natürlich können sie auch stressig sein, aber
im Großen und Ganzen, wir lieben doch unsere Kinder, oder? Ist es nicht so? Auch wenn sie mal stressen. Waren wir nicht auch Kinder und haben mal gestresst? Also ich würde sagen, die Verbindung zu den Kindern ist ganz wichtig, die Liebe zu den Kindern. Aber auch die Liebe, die die Kinder uns schenken, das ist unbeschreiblich. Ja? Also zeige deine Individualität, zeigt sich hier noch. Lass dein wahres Selbst leuchten, denn du bist wirklich beeindruckend. Also lass dein Licht leuchten, würde ich sagen. Du bist perfekt, du bist ein Individuum, würde ich sagen. Und das ist so wertvoll in dieser Gemeinschaft. Alle Individuums zusammen ergeben ein großes Ganzes. Denk mal dran. Ja, also sehr schön. Und jeder kann hier seinen Teil dazu beitragen, für die Gemeinschaft, dass es wächst, dass es voller Liebe aufwächst. Dieses Kind vielleicht, das du hast. Oder die Kinder, die du hast. Die Enkel. Ja, also sorge du für die Liebe in deinem Umfeld. Auch natürlich für die Selbstliebe, ja, und lass das Licht strahlen. Sehr, sehr schön. Jetzt möchte ich hier auch ein Erzengelchen, Orakelchen dazu nehmen. Jupp. Ja, interessant. Wir haben hier erstmal, ja, wir haben mehr Karten. Okay. Runtergefallen. Erzengel Lavender, sei bereit für die Seelenheilung. Vergib allen und vergib sie frei. Seelenheilung. Ja, wie gesagt, wir haben Seelenthema. Seelenheilung, auch deine dunklen Punkte, die du anschaust. Da darf jetzt Heilung geschehen. Vergib dir und vergib allen anderen. Ja? Dann haben wir jetzt ein Jules. Orientiere dich am Höchsten. Fließe mit dem Strom der Liebe. Jetzt ein Uriel. Komm in Harmonie und Balance. Setz deine Kraft für den Frieden ein. Ja? Setz dein Herz für den Frieden, setz deine Kraft für deine Energie für den Frieden ein, für die Liebe im Leben. Ja? Liebe bringt Lieben. Ja? Erzengel Azriel, es ist Zeit loszulassen, bereite dich auf den Wandel vor. Ja, wir sind im Wandlungsprozess. Steht vor der Tür, dieser große Wandel auch. Ja? Da ist die Liebe ganz wichtig, in der Gemeinschaft, bei dir selbst, bei deinen Liebsten, deiner Familie. Ja, bereite dich darauf vor. Sehr schön. Und bleib im Vertrauen, ja, zur geistigen Welt, zu dir selbst. Das ist jetzt wirklich sehr schön. Schauen wir mal, was uns die Lennon-Karten hier noch mitgeben möchten. Ja, hier ist ein Gegenüber. Heißt aber auch das männliche Prinzip. Mal aktiv sein, mal der Geber sein. Ja, hier heißt es aber auch in die Selbstliebe gehen. Stark sein, mutig sein, Selbstbewusstsein heißt es hier, ist wichtig. Ja? Hier zeigt sich aber auch jemand aus der Vergangenheit, der vielleicht dir als Freund ja, begegnet nochmal, kann hier auch nochmal angezeigt werden. Hier haben wir auf alle Fälle einen Freund aus der Vergangenheit, männlich, weiblich, je nachdem, dein Gegenüber auf alle Fälle, kann ein Ex-Partner sein. Der hier nochmal wichtig ist, der hier dich unterstützt. Vielleicht gibt es hier aber auch noch Blockaden, die gelöst werden müssen. Ich sehe hier auf alle Fälle Lebensblockaden. Man soll es wieder ins Fließen bringen, auch was Freundschaften aus der Vergangenheit, Partnerschaften aus der Vergangenheit betrifft. Lass es wieder fließen. Deswegen heißt es hier auch, vergib und gib frei, ja, freigeben, hör auf, das zu blockieren, lass es wieder fließen im Leben. Freundschaften, alte Partnerschaften, geh in die, ganz selbstbewusst wieder voran, mutig, kraftvoll, ja, setze deine Kräfte ein für das Positive, ja, damit es hier wieder Wachstum gibt, damit du vorankommst in deinem Leben, das ist hier nochmal ganz wichtig angezeigt. Ich finde es tolle Botschaften, wunderbar, und ich wünsche euch auf alle Fälle einen wunderschönen Sonntag voller Liebe, voller Licht und mit ganz tiefen, wahren Gefühlen. Namaste.